Ich wollte es ja nie wahrhaben. Allein der Gedanke an Pandemonium ist jedem ein Albtraum. Nun liegt die Stadt direkt vor unseren Augen, bereit zum Schleifen, Niederreißen, von uns dem Lavaboden gleich gemacht zu werden. Ich kann es kaum erwarten. Schön, dass du so guter Dinge bist und unser Überleben als gegeben annimmst. Angriff! Oder vielleicht doch nicht. Ich fühle, dass mich jemand ständig anstarrt. Oh, du bist ja so empfänglich für meine schmachtenden Blicke. Hör auf, ihn zu lüstern, zu bestaunen. Uria hat uns gesichtet. Sie lässt uns nicht aus den Augen. Guck doch mal. Ist dieses Bild von mir kein Meisterwerk? Ich habe halt für Qualität ein Auge und viel von meiner Energie in Diversion gepackt. Sie ist unbesiegbar. Das meine ich ernst. Eins, Hunderte. Und sehender Augen stürzt du dich blind ins Unglück. Und sehenden Auges müsste es heißen. Stürzt du dich blind ins Unglück. Ach, Uria, du mit deinen Basteleien. Hast dir darüber wohl die Augen aus dem Kopf geweint und die Haare ausgerissen. Diese klägliche Wackelkopffigur taugt so wenig wie alle anderen. Das bezweifle ich schwer. Bei dieser Variante wird jede Wunde doppelt verheilt. All meinen Dienern sind vor Staunen die Augen aus dem Kopf gefallen. Diese ganzen Augenwitze, deswegen liegen die hier auch überall rum, ne? Klar, du bist eine Augenweide. Außer den Glotzaugen hier wirft dir auch keiner mal einen bewundernden Blick zu. Also, bei mir war das immer ganz anders. Totaler Augenausfluss, Haarausfall. Zweifelsohne finden wir noch mehr Macken. Was für schäbige Wackelbilder. Du hast viel von deiner Kraft unnütz vergeudet. Wenn Blicke tot töten könnten, ihr mickrigen Kreaturen, beleidigt meine Augen. Wieso entwürdige ich mich überhaupt dazu, euch ernst zu nehmen und mit euch zu balgen? Uria, die Lilith ist erledigt. War sie nicht deine rechte Hand? Was sagst du nun? Lilith war unfähig, die Macht zu nutzen, die ich ihr verliehen habe. Ihre verzwickten Zauber hätte jeder minder bemittelte Magier der Menschen besser hingekriegt. Aufschreiben musste sie sich ihre Formeln auch noch. Das Buch wurde später gestohlen. Rohe Gewalt und nichts im Kopf, das ist Uria. Sieh uns an, wir wurden nicht so geboren, wie wir sind. Schritt für Schritt haben wir uns die Zauberkunst angeeignet, neue Formeln ausgedacht, die Kraft unserer Umgebung ausgelotet und genutzt. Spar dir das Lamento. Es läuft nur auf eins hinaus. Ich bin mächtiger als ihr. Sind wir uns einig? Du hast mehr Kraft, bist aber geistig nicht auf der Höhe, sie anzuwenden. Deine Abbilder sind schwach, dein Ende nah. Da irrt ihr euch aber gewaltig. Fallt in Urias Lager in Pandemonium ein. Wir wissen immer noch nicht, wie wir Uria vernichten sollen. Und Abaddon im Wurmpfuhl sollen wir auch noch töten. Okay, viel zu tun. Wir sind in Pandemonium. Ich brauche aber ganz dringend mal eine Aufnahmepause. Deswegen sage ich vielen Dank. Moment. Vielen Dank fürs Zusehen. Das waren die letzten Folgen. Jetzt befinden wir uns wieder in einer Folge, weil ich eben schon den Cut gemacht habe. Oh Mann. Also wird es für mich eine längere und für euch nur eine kurze Pause geben. Bis gleich. So. Ich bin wieder zurück nach mal wieder einer etwas längeren Pause. Es ist relativ spät in der Nacht, aber ich muss heute Morgen früh weg. Und da habe ich mir gedacht, so, ach komm, Schlaf ist für die Schwachen. Also werden wir jetzt hoffentlich recht weit kommen in der Zeit, die ich noch habe, bis ich los muss. Wir sind in Pandemonium. Haben 488 Gold. Das reicht noch nicht für einen neuen Slot. Pandemonium ist voll geballert mit diesen ekligen Kackfeldern. Ist ein Einberufung, also eine Burg, aber sie ist leer. Ich würde sagen, ich gehe mit meiner... Ah ja, stimmt, Uria läuft hier irgendwo rum.
Dann will ich eigentlich, will ich dann in dieses, auf dieses Fort mich stellen. Das heißt, also es ist ja nicht Uria, es ist ihr, nicht Klon, sondern ihre Inkarnation, so nennt man das. Ich möchte mich gerne in das vorstellen, weil ich da gut Bewegungsfreiheit habe. Und warum haben die alle so wenig Bewegungspunkte hier nur? Da kann ich dann in Ruhe meine Leute durchtauschen. Ich stehe dann zwar relativ in der Mitte, aber damit muss ich leben. So, den hatte ich aus Versehen auf irgendwelchen Kram gestellt, wo er hätte nicht stehen sollen. So, du bist tot. So, wichtig ist, dass ich die Leute, die nicht so weit laufen können, so, hier will ich mich aufbauen. Ich lasse. Die war doch eben noch da. Wo ist ihre Armee? Die kann sich ja nicht in diesem kleinen schwarzen Streifchen da verbergen. Oder doch? So, den. Ach, das war sogar ein mit infernaler Kälte. Vulkanangriffe scheint der nicht zu mögen. So, zum einen haben wir hier in dem in der Festung sehr, sehr gute Verteidigungswerte auf unseren Einheiten. Was kannst du? Du kannst infernale Kälte sogar. Das könnte nicht gut enden, wenn er den Magier angreift. Greif Silas an. Okay, ich habe Glück gehabt. Aha. Da kommt Urias Gekröse. Gehen wir mal hier ein bisschen die Landschaft angucken. Die sehen anders aus, ne? Die haben jetzt so orange, so orangenen Kram um sich rum. So. Wir haben. Können hier offiziell alles besetzen. Muss dann gucken, dass wir uns hier ein bisschen besser noch sortieren. Aber wir können das zwar nicht ganz ausfüllen, die Burg, aber zumindest weit genug. Also diese komischen Viecher, die kann mein Seelenernte alle. Ah, da ist Uria. So stark ist die gar nicht, aber die wandelt sich ja in irgendwas anderes. Jetzt ist die Frage, möchte ich meinen. Ich möchte meinen Seelenernter, glaube ich, bei mir halten, oder? Ich meine, ich könnte. Mit etwas Glück würde halt die Seelenauslöschung triggern. Das wäre natürlich sehr geil. Wir merken uns mal Runde 4. Und ich gehe mit meinem Seelenernter ein bisschen auf Erkundungstour. Und guck mal, ob ich hier vielleicht jemanden. Oder sind auch. Die hat auch diverse. Ja, nee, ich sollte den vielleicht zurückziehen. So, jetzt möchte ich hier erstmal meine Armee sortieren. Dazu. Hier Unterstützung. Hier packe ich die Heilung rein. Umlaut in die Mitte. Okay, das ist eigentlich eine ganz gute Formation, die wir haben. Ich kann hier sehr, sehr gut unterstützen. Das fällt da, wenn das nicht mit Tentakeln zu wäre, wäre das noch schöner. Aber man kann ja leider nicht alles haben.
Ich muss mal gucken, was Uria so zu bieten hat. Sind diverse Dämonen. Ah, auch nicht so unfassbar viele, ne? Das ist eigentlich ganz gut machbar. Ich kann hier noch einen der Dämonen rausnehmen. Ich schicke den mal vor. Aha, hier haben wir zwei Anführer. Uria hat sich scheinbar eine Festung gesucht. Offenbar. So, du bist tot. Und du auch. Ich bewege mich hier nicht weg aus der Festung, weil das ist erstmal eine ganz gute, ganz gut zu verteidigen. Ich kann hier ein bisschen was der Armee schon mal abfangen. Der da könnte ein Problem werden. Die sollten den auch nicht getötet bekommen, wenn der da auf dem Feuer steht. Okay, das sieht gut aus. Die dürften sich alle selber töten. Ich kann mich hier nochmal selber heilen. Echt? Keinen einzigen Treffer? Schwach. Also diese komischen, seid ihr Oculus und Drohnen und Vektor-Dinger sind halt echt nicht stark, ne? Die sind schon irgendwie schwach. Ist nicht so, als würde ich mit denen irgendwelche Probleme haben. Töten sich alle selber. Bisschen Respekt habe ich vor den Dämonen. Bam, Level up für den Seelenernter. Jetzt bin ich mal gespannt, der kann ja richtig coole Sachen lernen. So, 1%ige Chance, dem Gegner die Seele zu entziehen und ihnen einen verbündeten Geist. Und das ist langweilig. Dealing more damage. Was macht das? Hier. This unit's attack damage increases by one, wenn ein angrenzender Verbündeter getroffen wird. Aha. Okay, ja, das bringt mir nichts, weil der häufig alleine kämpft. Und da Aussicht, Gegner zu töten. Seelenramsch. Nosferatus Schlund. Bei der Verteidigung mit dieser Waffe besteht die Aussicht, die restlichen LP des Opfers zu übernehmen und damit zu töten. Das klappt halt von der Stärke des Artgenossens ab. Benachbarte Verbündete zu heilen? Nee, sich selber heilen finde ich gut. Bam. Der ist so übertrieben stark, der Typ. Hallöchen. Kümmern wir uns mal um den ersten. Ho, direkt mal gewone-shottet. Nice. Wie geil. So, hier ist ja irgendwie nichts Spannendes. Die greifen immer noch. Arkanresistenzen benachbarter Gegner, Verbündete gründlicher heilen. Ehrlich gesagt, ja, ich
gönn mir noch mehr Heilung. Ansonsten lasse ich eigentlich alles so stehen. Ich muss mich hier gar nicht groß bewegen. Warum die alle den Drachen angreifen, ist mir schleierhaft. Okay, ich weiß, wenn ich nächste Runde mal heilen sollte. Uha, ja, den sollte ich ganz dringend ins Heilgebiet schicken. Ich würde gerne dann dich zur Heilung und du nimmst deinen Platz ein. Haben wir hier die Möglichkeiten. Prinzess Sakuma hat bald auch ihr Level ab. Das ist eigentlich recht gut machbar gerade alles hier. Kümmern wir uns um den nächsten. Dann kann ich eigentlich schon mich um Uria. Die macht nichts irgendwie. Uria ist faul geworden. Ich habe irgendwie jetzt so einen riesigen Ansturm erwartet und dass ich mega die Probleme kriege. Aber irgendwie nicht so, ne? Ach, guck mal. Aua. Okay, mein Magier muss nächste Runde auch sich heilen gehen. Aha, und jetzt haben wir den ersten wirklichen Gegner hier stehen. Ich weiß auch schon genau, was ich da mit dem machen will. Ich stelle mich hier auf den Burgfried, ob mit der hier halt nicht wieder hinkommt. Sind beides Nahkampfeinheiten, die werden sich sowieso an mir töten. So, und was ich jetzt hier... Ich möchte den gerne töten, diese Runde. Ich habe auch schon eine Idee. Erstmal unterstützen wir Silas. Und dann... 45,8 haust du raus. 83,7. Gegen 26,3 haut der natürlich. 109,6,40,4. Wie viel Schaden macht der bei ihm? 12,4. Nur das wäre fast das Sinnvollste. Das sind 3 Angriffe. Das wäre natürlich unangenehm. Das sind über 50 Lebenspunkte. Ja, aber ich mach das. Ich mach das. Weil er wird verlangsamt. Und das war's. War schön mit dir, nicht? So, jetzt müssen wir hier ein bisschen wechseln. Ja, das ist schon in Ordnung so. Jetzt haben wir natürlich die noch. Noch stärker mit Lanze. Nee, benachbarte Einheiten Schadenspotenzial. Ich ballere das Erbe der Könige hoch. 18,7. 63,5. So. Werden die Dämönchen los. So. Dass die sich selber töten, habe ich richtig erahnt. Und nächste Runde stirbt der Dämon. Auf jeden Fall. Wobei der von den beiden, der noch mehr Leben hat, der stirbt. Unangenehm. Schattenpfeile, was kannst du? Auch Schattenpfeile. Eventuell gehe ich raus, um den einen da zu töten. 81, 87, okay, dann töten wir den. 22, 32, 9. 31%, 6, 6.
Sehr gut. Einmal voll geheilt. So. Doomlord braucht Heilung. Und wir müssen den da töten. 96,6. Das heißt, wenn ich hier das noch ein bisschen anders mache, sollte ich den one-shotten können, ja. Perfekt. Jetzt müssen wir uns nur noch um den da oben kümmern. Darf ein bisschen die Formation verlassen, lohnt sich. Stelle ich da so Semi-Heilung hinter. Okay. Wir wehren uns hier unten gut ab. Absolut zero Probleme. Ich schicke wahrscheinlich nächste Runde dann Hans mal auf Reisen, dass der ein bisschen erkunden geht. Aua. So, das war wieder einer der unangenehmen Sorte. Was hat der für einen Angriff? Kälte oder Arkan? Würde mich mal interessieren. Arkan, ja, der hat nur 34% Arkan-Resistenz. Also nur in Anführungszeichen. Gute ist, dass er sich halt an dem auch wieder gut Heilung reinholen kann. Der Succubus stirbt nächste Runde und dann kümmern wir uns endlich um den Oberdämon. Blutregen müsste jetzt auch gleich einsetzen. Ah, hat schon eingesetzt, sieht man nur so ganz schwach. So. Wir gehen dann jetzt, schicken jetzt zwei Einheiten auf Erkundungstour. Okay. Passt. Ey, hör auf, meinen Seelenernter anzugreifen. So, den Succubus muss ich mich nicht drum kümmern, aber du musst dich ganz dringend mal ein bisschen heilen. Ja, guck mal, wieder halb voll. Ich hoffe, der da oben hat keine Schattenpfeile. Ah, der hat gezügelten Kampfrausch. Ah, gut, das ist einmal free voll heilen. So, vor dem fliehe ich. Jetzt einen rechts erkunden lassen. Und du gehst hier oben erkunden. Den Despoten sollte ich mir dann auch direkt vornehmen. Was kannst du? Feuerball. Das ist echt viel zu einfach. Die wehren sich gar nicht richtig. Schick den Drachenreiter auch noch hoch. Weil ich weiß ja nicht, was die gute Uria so in der Hinterhand hat.